My stomach is growling, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hi, Leute. Heute wird wieder Feuer gemacht, Freunde. Es gibt was Schönes. Nämlich ein Hackbraten. Yes. 500 Gramm Rinderhack natürlich. Da schütten wir jetzt ungefähr 2 Esslöffel Olivenöl rein. Und natürlich, nicht zu vergessen, die Eier. So ein Braten muss richtig Eier haben. 2 Stück. Rein damit. Umrühren das ganze Zeug. Und reingießen. Oh ja. Jetzt Milch dazu. 125 Milliliter. Schön rein in den Pott hier, ne? Das ist gut. Und, na, nicht zu vergessen, frischer Thymian, fein gehackt. Immer rein damit. Und jetzt kommen die Semmelbrösel dazu. 150 Gramm. Und Worcestersoße. Die ist gut. Und ein bisschen nachsalzen. Salz darf man nie vergessen. Und Pfeffer. Ja, genau. Geil. So, 3 Esslöffel Senf dazu. Oh, schön Senf, das schmeckt immer gut. Das ist immer ganz gut. So, und den Knoblauch nicht vergessen. Knobi. So, jetzt rein mit dem Finger. Schön durchkneten. Oh, ja, knet. Knet und knet. Hier wird ordentlich geknetet. Das sieht schon sehr lecker aus. Das könnte man sich so schon aufs Brot schmieren. Aber wir machen da ja einen Hackbraten raus. Ja, das sieht doch schon fein aus. Das sieht doch schon richtig gut aus. Jetzt decken wir das Ding schön ab. Schön abdecken. Ja. Ah, es riecht. Jetzt müssen wir nämlich die ganzen Pilze in der Pfanne anbraten. So ein Mist. Aber wir schütten schon mal ein bisschen Feuer rein, dann vergleicht den Hackbraten mal schön auf Temperatur. Ah, das ist schön heiß. Ein bisschen Regen macht uns hier nichts aus. Deckel drauf, bisschen vorheizen. Jetzt leider auf einer normalen Elektroherdplatte. Eigentlich gar nicht unser Stil, das ist eigentlich so ein Hausfrauenkochplatz, ne? Aber wir versuchen es einfach mal. Schön anbraten, ja, die ganzen Pilze, ne? Ah, das sieht schon richtig lecker aus. Ah, ja, Pilze. Braten. So, klein gehackte Pilze. Angebraten natürlich, hat auch aufgehört zu regnen. Rein in den Topf. Schön rein damit. Und, na, was kommt jetzt wohl? Wieder durchkneten, das ganze Ding. Richtig schön durchmüllern hier. Ja, wer hat da nicht drauf gekommen hier, ne? Da, ah, jetzt auf Alufolie damit. Ja, schön, schön Bratenform hier. Das wird gut. So, ja. Ah, Deckel auf. Ist schon heiß drin. Heiß, heiß ist es. Das schöne Ding da jetzt reinstellen. Ja, drauf ist es. Oh, ein bisschen mehr. So, jetzt kommt der Deckel drauf. Ah. Lass mal noch ein bisschen backen. Oh, das sieht gut aus. Nach einer Stunde wird jetzt erstmal schön eingepindelt mit der Barbecue-Soße. Ihrer Wahl oder selbst gemacht. Das ist jedem selbst überlassen. So, schön pinseln. Oh, das wird ein schöner gegrillter Hackbraten. Das sieht jetzt schon geil aus. Oh. Oh. Kleine Stelle freilassen, alles schön bepinseln. Oh Mann. Ja, ja, das wird ein Kunstwerk. Das wird ein Kunstwerk. So. Und den Deckel wieder drauf. So, nach einer Viertelstunde Deckel auf. Jetzt kann der Spargel dazugelegt werden. Wir haben ihn einfach in Speck eingerollt. Kann man direkt auf die heiße Glut legen. Und schön grillen. Direkt natürlich. Deckel kurz drauf. Ja, nach 5 Minuten, da kann man sie dann mal gleich wenden. So.
umdrehenden Spargel. Das wird eine nette Beilage. So heiß ist es da auch nicht mehr. Das kann man schnell mit den Fingern machen hier, ne? So. Ah. Jetzt das Fleischthermometer schnappen. Und mal schauen, was der Braten macht. Und an der dicksten Stelle reingestochen. Oh ja. Jetzt steigt die Temperatur erstmal ruckzuck hoch. Und wenn es jetzt zwischen 75 und 80 Grad circa ist, dann ist das Ding fertig. So wie hier. Geil. Perfekt. Ah, das sieht richtig schön saftig aus. Ah, jetzt den Spargel, der ist auch schon durch. Vom Grill nehmen. Ja, ein bisschen schneller gedreht, sonst wird es langweilig. Kann sich ja jeder denken, wie es schön aussieht. So, da. Ah, und jetzt, da ist er. Ah, ein schönes Stück. Gegrillter Hackbraten mit Pilzen und grünem Spargel. Leute, haut rein!